Also macht die Kinder froh und Erwachsene ebenso. Guten Tag, herzlich willkommen, Hello. Werte Kinder, werte Erwachsene. Ich hoffe, ihr werdet auch wirklich froh gemacht. War ein krasser Reim, ist der von dir? Ja, von mir und der Werbeindustrie. Ich weiß auch gar nicht mehr, für was das eigentlich die Werbung war. Ab sofort ist es der Kaizo. Speedrun-Habespruch. Sia, hey. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Schön, dass ihr auch mal gerne liken und abonnieren und den ganzen anderen Social-Media-Klumpquatsch da mal machen könnt. Weil damit unterstützt ihr natürlich dieses Format. Und dann können wir zum Beispiel sagen, hey Joker, also ja, erstmal sagen wir, hallo, das bin ich. Und wir sagen dann, hey Joker, schön, dass du auch wieder da bist. Ja, hallo. Da ist er, da hallo. Bist du, da bist du. Du, da hast nicht genug, du hast nicht genug von den Noviso Kaizo Runs. Ne? Nee. Du musst noch mehr machen. Also auf jeden Fall, freut mich auf jeden Fall wieder hier dabei zu sein. Ich habe für euch Precision 86 am Start. Werdet mich wahrscheinlich jetzt schon kennen. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich kann mich ja nochmal gerne vorstellen. Mach ich das. Bin der Joker. Joker Stream, okay. Oh, diesmal richtig ausgesprochen. Oh. Und bin Fulltime-Streamer. Mache sehr viel Kaizo. Sehr viele Runs, Speedruns. Aber auch ganz normale Playthroughs von Mario World, Super Mario World Hacks. Aber auch anderen Kram. Mhm. Und ja, wir haben hier Precision 86 am Start, Leute. Ich werde, aber bevor ihr euch wundert oder beziehungsweise bevor ich euch fragt, ich zeige euch nicht das gesamte Game. Das ist nur die Factory-Route. Okay. Das ganze Game ist schon relativ lang, würde ich sagen. Es sind 41 Exits oder so, glaube ich. Und ich finde die Factory-Route mit 11, 12 Exits ist eigentlich auch schon so fast wie so ein kleines Spiel eigentlich schon. Okay. Im Grunde. Und den werde ich euch zeigen. Also die Factory-Route, das ist quasi einfach erstmal die Factory freischalten. Mhm. Das geht über die, das geht über das, über die Geisterwelt. Und dann die Fabrikwelt halt ganz nochmal. Okay. Das, und das kommt dann auf, wie gesagt, auf 11 oder 12 Exits. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, wie viele Exits das genau sind. Aber auf jeden Fall auf diese Anzahl dann raus. Okay, es klingt aber so, dass das komplette, also wenn du es komplett machen wollen würdest, auch wirklich enorm dann lang wäre. Hast du das mal dann komplett im Stream gemacht? Ich habe Any% mal gemacht und ja, also es ist schon lang. Ich habe es jetzt auch nicht wirklich wirklich gerannt, sag ich mal. Jetzt einfach mal so ein bisschen, wie schnell kann ich das jetzt machen, so. Ich denke, bei sowas auch die Sache, wenn gerade Kaizo und lang hört sich für mich eigentlich nicht so gut an, weil du kannst auch durch den Schwierigkeitsgrad das ja auch recht umfangreich machen. Einfach irgendwann, Konzentration ist ja irgendwann mal weg. Ne? Müsst du noch was zu Precision 86 sonst noch sagen? Das ist der Hack für einen Densen gemacht. Also Noviso hat den Hack an ihn gewidmet. Und er arbeitet halt, hat über 2 Jahre jetzt dran gearbeitet. Sieht man jetzt auch hier. Vielleicht, okay, weiß ich nicht, ob man das Gameplay sieht. Aber gleich was. Er hat auf jeden Fall über 2 Jahre dran gearbeitet. Ich war Tester von diesem Hack tatsächlich sogar. Mhm. Also ich habe hier mit live eingewirkt, würde ich sagen, schon so ein bisschen Feedback gegeben, was was kann man besser machen, was ist vielleicht Jank quasi, wenn man es mal so sagen kann. Ja. Ja, aber es ist interessant. Ne? Da müssen wir Densen bei nächster Gelegenheit auch noch mal auf jeden Fall fragen. Ne? Also es ist sehr super, wenn dann Leute dann auch wirklich expliziter noch mal solche Sachen machen. So gucken, wie wir euch beide auch mal hier gemeinsam bei irgendwas hier dran bekommen können. Ja. Als unsere Kaizo-Experten. Ja, das wäre ganz nice, weil der Densen hat ja auch selber einen Hack mittlerweile draußen, der auch schon von einigen Leuten gerunnt wird. Und das würde ich gerne mal hier bei Speedrandale auch sehen wollen. Ey, wir alle werden so Spieleentwickler, ey. Ja. Was willst du da machen? Erst Kaizo und dann Spieleentwicklung. Mhm. Wenn du bereit bist, kannst du gerne dich schon mal durchatmen und dann den Counter in Ruhe machen. Gerne. Also ich bin eigentlich ready, würde ich sagen. Ja, dann lass uns doch. Können wir eigentlich anfangen. Densen A. Densen A, ja. Wie gesagt, Eck für den Densen. Okay, Shoutouts an Densen. 3, 1, go. Let's go. Jetzt verstehe ich das 86, verdammt nochmal. Nach einem langen Albtraum ist Densen endlich erwacht. Voller Panik sprintet er zu seinem Computer
Doch es war bereits zu spät. Seine Bits sind gestohlen worden. Oh nein! Nicht die Bits. Und somit beginnt Denzen ein neues Abenteuer, um seine gestohlenen Bits zu finden. Alright. Das ist interessant, ob das mit der Hitbox dann auch so klappt, ne? Weil das Sprite ja doch jetzt schon einigermaßen anders ist. Holy shit. Ich glaube, das ist fast so wie das Mario-Sprite, ja? Also von der Größe her. Mhm. Das hättet ihr jetzt gleich sehen. Ja, oder? Ja, ähnlich. Ja, ja, ja. Schon sagen, von der, ja. Wir fangen ja, wie gesagt, hier in der Geisterwelt an, müssen zuerst die Fabrikwelt freischalten. Also es ist schon cool gemacht, die ganze Overworld. Ich kann sie nochmal am Ende zeigen. Mhm. Ein bisschen. Also Geister haben Bits geklaut. Guck, zu viel Twitch, die Geister. Das sind alles Stream-Monster. Wichtig ist dabei zu wissen, das hier ist Open World. Das heißt, du kannst mit allem anfangen, was halt schon am Anfang frei steht. Es gibt, ich glaube, die Geisterwelt steht zum Beispiel als erstes offen. Nicht in den Grabstein reingehen. Eigentlich hätte ich den Troll zeigen sollen, aber der ist eigentlich echt gut, aber... Ja. Wir haben keine Zeit. Speedrun. Kein Zeit. Ihr könnt den gerne irgendwie auf YouTube oder so bestimmt finden oder keine Ahnung, vielleicht fällt jemand drauf rein und ihr könnt euch dann zurückerinnern an dieses Video hier und euch denken, aha, der Joker, der hat uns gesagt, dass da ein Troll ist. Oder einfach mal bei dir im Twitch reinschauen, vielleicht zeigst du ja mal das Game und dann einfach mal fragen, hey, zeig mal den Troll. Ja, genau. Genau, und dann zeige ich euch den. Muss sagen, wie viele Bits die Leute dann geben sollen. Ja. Meta-Game. Bit Wars. Boah, diese Geister. Ekelhaft, wie man da. Boah, das war ausweichen muss. Auch wie schnell die sich alle drin, wie viele es sind. Ja, nochmal noch was über die Overworld zu sagen. Es geht ja um die Bits, die musst du sammeln. Die Bosse haben normalerweise hier Bit. Manche einen, manche zwei. Kommt darauf an, welche Welt man spielt. Und man muss, glaube ich, vier sammeln, um Any% abschließen zu können, also in die letzte Welt zu kommen. Okay. Zur Bosa Welt. Also eigentlich auch schon cool gemacht. Wir sind im zweiten Level. Hier ist nur der Secret Exit wichtig. Zurück müssen wir das ganze Level nicht spielen, weil das hier ist ein bisschen Rhythmus gefragt. Ja. Die grünen Blöcke wechseln alle im Musikrhythmus oder so. Ne? In dem Timing quasi und du musst das ein bisschen beherrschen. Mhm. Oh, abgerutscht. Also schwer ist es auf jeden Fall, das Game. Aber hier soll ja auch Denzen herausfordern. Sorry. Hier siehst du einige Sprites, die du im normalen Mario nicht sehen würdest, richtig? Diese Chandeliers sieht man nicht im normalen Game, oder? In der Form glaube ich nicht. Chandeliers? Die Kronleuchter, die da sind. Achso, nee, die... Nee. Also man muss ja sagen, das ist jetzt auch kein Vanilla-Hack. Klar, ich würde davon ausgehen, durch das Denzen-Sprite, dass das schon... ausgehebelt ist. Die Denzen ist... Der Sprite ist nicht beim Original Mario? Ist er in der ersten japanischen Version. Ja, doch, das war doch im Original Mario. Muss es genau 86 Exits haben, dann kommt exakt. Der. Ja, exakt. Alles natürlich ohne zu sterben. Genau. Und ohne zu stoppen. Und nur an Controller Port 2 angeschlossen. Ja. 86 Exits, nur P-Speed haben. Boah, so wie Speed der Film, du darfst nicht unter einer gewissen Mario-Geschwindigkeit. Okay, das war der Secret Exit. Ja, wir haben jetzt hier, wichtig ist hier, wir haben hier dieses Gimmick mit den LR-Wechselblöcken. Die wechsle ich mit L und R. Kommen dir die Geister bekannt? Ja, Castlevania 4, oder? Ja. Na, der Level mit dem Gold oder so? Genau. Ja, wollte ich sagen. Genau, die sind, glaube ich, von dort. Geil. Boah, das ging gut. Zu gut, um wahr zu sein. Zack. Und das führt uns jetzt zum Elektrizitätswerk. Das müssen wir halt wieder einschalten, damit die Fabrik wieder läuft. Finde ich irgendwie schon eine kleine, coole Backstory irgendwie. Mhm. Sieht man jetzt auch nicht auf den Hacks, dass das so ein Level quasi mit irgendeiner anderen Welt zusammenhängt. Schon so Action-Adventure-mäßig hier. Ja.
Aber das finde ich auch cool. Ich glaube, es passt auch einfach zum Densen, glaube ich, ne? Also. so kleines Story-Game quasi schon. Runnt der Densen das denn auch selbst, ja, oder? Er hat ein paar Kategorien gerunnt, glaube ich. Okay. Jetzt, glaube ich, jede Kategorie so ein bisschen mal reingeguckt. Und so ein bisschen geguckt, welche Zeit er am besten rausholt. Ich glaube, Any Person hat er nicht gemacht. Noch anderen Leuten was übrig lassen. Ne? Ja. Oh. Okay, wichtig war, wir sind den ganzen Weg hingelaufen, nach rechts. Da war alles noch zu, kein Strom. Wir aktivieren den erst jetzt. Und jetzt gibt es diese Magnete, die dich anziehen oder nach oben ziehen. Teilt das Sprung. Das hier ist auf jeden Fall mit. Auf jeden Fall auch schon eine der schwierigeren Stages. Soll so ein bisschen in die Fabrikwelt einleiten, was eigentlich. Ja, schon mit einer der härtesten Routen ist. Oh mein Gott, das ist schon eklig. Es ist schon eng. Also man merkt auf jeden Fall, diese One-Tile-Gap. So diese Titan-Gaps, wenn man nicht mal richtig vernünftige Steuerung hat. Das ist Ach ja, wichtig ist noch zu erwähnen, der Hack hier hat fast keine Item-Tricks. Also das hier ist eigentlich mehr auf Platforming basierend. Okay. Aber halt auf enges, richtig enges Platforming. Deswegen auch Precision 86, ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Okay. Nice. Jetzt kommt der ekligste Trick. Du musst hier die ganze Zeit warten, bis die Säge runterkommt. Und dann musst du auf die drauf. Das ist richtig mega fies. Ekelhaft. Aber coole Musik. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das am besten machen soll, wenn ich ehrlich bin. Augen zu und durch. Das ist für mich eigentlich mehr. Ja, es ist für mich einfach nur Hope, ja. Pray and Hope, ne? Also. Einfach hoffen, dass man auf die Säge draufkommt irgendwie. Wenn du falsch auch auf die Säge landest, dann hast du nicht mehr genug Momentum, um davon abzuspringen, weil du dann noch in der Luft bist. Das ist sehr bitter. Ja, das Timing generell ist schon eklig. Da muss man auch noch aufpassen, dass man nicht zu hoch springt danach. Von der Säge aus, weil da ist noch so eine Kante. Auf die muss man auch aufpassen. Also nicht nur, dass du die treffen musst, dann musst du auch noch aufpassen, dass du nicht in diese, da hier diese Kante, diese Lücke da. Ja. Yes! Jawohl! Nice! Wie oft bin ich gegen diese Kante dahin geflogen und nicht weitergekommen? Diesmal nach links. Strom ist abgestellt hier. In der Hälfte. Oh, muss dann wieder zurücklaufen. Hier zwei Schalter, um sie zu aktivieren. Genau, jetzt ist hier alles ohne Strom. Muss einfach nur durch. Du sagst so, es wäre so gefährlich, wenn der Strom wäre. Ja. Ich seh's jetzt schon, ey. Also auch so ein bisschen, ist schon cool, dann kriegst du so einen kleinen Vorgeschmack. Ja, ja. Das finde ich nice. Also gemein, der Hack hier hat einen schönen Vibe. Auf jeden Fall. Ja, so mit den unterschiedlichen Leveln, die kleine Story, die erzählt wird. Also man merkt einfach, da ist sehr viel Mühe drin. Also sehr viel Mühe reingesteckt worden. Aber der Hack hat auch jetzt über seine 2 Jahre oder so gebraucht. Der Background. Die Sprünge sind auch nicht ohne. Erinnert mich an Super Metroid. Ja. Super Metroid. Das hat so ein bisschen die versunkene Schiff. Genau, genau. So, ne? Hat ein bisschen was davon. Ja. So, jetzt mit Strom. Ja, und jetzt sind hier. Oh, die Pendeln.
Hier aufpassen, hier sind diese Fake, die oben. Ah, die hat der Novisa schon gepatcht, ich spiele nur eine ältere Version. Auch weil ich mit der schon gut auskomme. Da hättest du mit dem Block wahrscheinlich den Schalter treffen müssen, ne? Ja, den darfst du nicht treffen, den Schalter. Achso, oder? Ja, wobei, achso, da, ja, genau. Also, ich dachte jetzt eigentlich die Ausrufezeichen, aber nee, die darf man ja nicht treffen. Ah, okay. Weil wenn du die Ausrufezeichen zum Beispiel triffst, schießt er diesen Flowblock weg und dann hast du keinen Flowblock. Ah. Also die Fake-Dinger kannst du berühren. Ja, genau hier. Das sind ja so auch so Ausrufezeichen da oben. Mhm. Das aktiviert ja immer den Laser. Wichtig ist auch noch zu wissen, hier sind ja auch noch so Laufbänder. Ja. Die schubsen sich entweder nach links so ein bisschen oder nach rechts, je nachdem. Ich weiß gar nicht, ob man die unterscheiden kann so ein bisschen. Schwierig, ne? Ja, bei so einem Tempo, ja. Mhm. Man sieht's, wenn du einmal da drauf bist. Mhm. Der Sprung. Also, ich weiß nicht, wie eng es für euch aussieht, aber es ist schon echt eng hier teilweise. Sieht auf jeden Fall so aus, als würde ich das nicht machen wollen. Ja, wie ist da auch die Hitbox von Spikes? Ne? Ja. Wie darfst du überhaupt, also wirst du schon von dem Bereich außen gekillt, ne, sobald du einmal dran bist? Warum hast du noch diese bewegenden Plattformen unter dir. Ja, ja. Nicht nochmal ran oder zurückschubsen. Ach. Ja, das ja. Okay. Boah, hey, das ist schon echt. Ah. Okay, hab ich. Mist. Ich hab ihn nicht getroffen, oder? Nee. Ich glaub nicht, ne. Aber das sah irgendwie lustig aus, wie Mario da auf den Block da drauf war. Boah, diese Lücken sind so eng. Hm? Oh! Ey, wie knapp das Timing da ist. Hitboxen. Aber ja, das Level gibt halt wieder, wie gesagt, einen Vorgeschmack auf die Fabrikwelt. Hm. Ist eigentlich laut nur wie so die schwerste Welt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die. Ich würde es jetzt nicht als mit schwerste Welt. Oder. Bin mir nicht sicher, wie ich das so einordnen will. Die Fabrikwelt ist schon schwer. Also bisher die schwerste, die wir sehen gerade. Ja. Ah ja, ist auch. Also schwerer als die Geisterwelt auf jeden Fall, denke ich. Bis auf das Rhythmus-Level. Das Rhythmus-Level finde ich auch ein bisschen eklig. Also wenn man das ganz spielen würde. Oh! Was wir zum Glück nicht machen müssen. Wir mussten ja nur den Secret Exit machen. Aber ich glaube, das ist eh Geschmackssache, glaube ich, auch irgendwie. Ne? Es kommt ja, immer sicher. Hättest du jetzt die Stage? Eine findet die Welt schwerer. Hättest du jetzt die Stage im First Try gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich auch gesagt, das ist ein bisschen schwer. Ja. Easy. Bisschen da drüber und dann nimmst du einen Block. Geht ja. Aber diese Stacheln, gefühlt doppelt so groß, wie sie aussehen. Also von der Hitbox her. Ja. Oh, diese Lücke, die ist immer so angsteinflößend. Die hier aber auch. There we go. Oh.
Oh. Okay, geschafft. Ich habe mich nicht getraut weiter. Oh. Aber wer weiß, wie lange es noch weitergeht, ne? Ist schon längst vergessen. Also ist vorbei, das Level hier. Nur noch ein, zwei Trolls wahrscheinlich. Ah, kein Jammer leider. Nee, also man muss sagen, je schwerer Nubi so seine Hex gebaut hat, desto weniger Trolls hat er auch reingebaut. Ja. Und das finde ich eigentlich auch gut. Sehr human, wenn ich ehrlich bin. Hm? Also wir hatten jetzt eigentlich einen Troll in dem Level und das war so ein Grabstein. Aber der ist echt verdammt gut, der Troll. Also den sollte man eigentlich echt gesehen haben, finde ich. Jetzt von dem Hack, Welt hier offen. Sorry, gibt's von dem Hack auch eine englische Version? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist, ja, der ist, glaube ich, komplett deutscher. Ah, okay. Dann müsste ich die... Der ist auch nicht auf Central, der Hack. Ah, okay. Also auf SMA Central. Die US-Runner müssen sich schon dran gewöhnen, wenn sie mal diese exotischen deutschen Hacks hier spielen möchten. Guck mal, Andra Densen Sprite. Mhm. Ist erwachsen geworden. Ja, Fireflower Densen. Finde ich auch richtig cool mit den Bomben. Du musst die Bombe quasi in diese Feuerdinger reinlotsen, aber auch manchmal nicht, weil du die brauchst noch. Hier zum Beispiel hier juggeln, dass die nicht hier unten explodiert, weil du die ja da vorne brauchst. Okay. Und hier zack hochwerfen. Da hinten. Oh, ich treffe das nicht. Ja, da oben ist der Shoutout Pipe. Ich weiß gar nicht, wen sein Shoutout ist. Ich glaube, Cartoon. 24. Gibt hier verschiedene Shoutout-Rooms. Jede Welt hat, glaube ich, einen. Mhm. Und ich bin tatsächlich auch hier drin. Also in dem Hack. Auch in der Route, die du zeigst, oder? Nee, nicht in der Route hier. In der anderen. Okay. Oh. Spikes. Hm. Ich glaube, Nobiso hat so seinen eigenen Style irgendwie, merkt man auch irgendwie an. Hm. Wie der die Level designt. Als ob ich das nicht treffe! Hey! So, hier wieder aufpassen. Oh. Oh. Zack, das hier aktivieren. Nach rechts schmeißen in die Up-Pipe. Oh, okay. No, mein Gott! Das sah sick aus. So, ja, das Ende ist ein bisschen konfus, so ein bisschen. Also, vor allem beim ersten Spielen. Aber auch vom Zuschauen so ein bisschen. Ich versuche hier das ein bisschen anders zu machen, als es gedacht ist. Versuche die Bombe so zu schmeißen, dass sie direkt von oben abprallt und rechts nach unten fliegt. Mhm. Direkt auf das, auf das Feuer, auf den Feuerblock. Ansonsten müsstest du den, glaube ich, also die Bombe nochmal catchen in der Luft. Dann die Spring nach rechts werfen währenddessen. Das ist viel zu extrem. Mach das leichter, wenn es geht. Ach, ich treffe den Block nicht. Das hier war eigentlich nicht das Level, was ich als schwieriges Level bezeichne. Aber ich finde die sehr, sehr cool. Mit den Blöcken wegschießen und so. Hm, das ist. Ja, das finde ich auch richtig cool. Ja. Und vor allem das dann ausweichen so teilweise. Dass du die Bombe halt noch behältst. Genau so. Alright. Oh, dann noch ein Control Spring Jump. Okay, Checkpoint. Weil hier darf nix Full Jump sein. Zack, zweite Hälfte. Hier ist ein bisschen mehr mit Layer 2. Mhm. Aber wie gewohnt immer noch diese Feuerblöcke. Diese Bomben. Die sind auch cool eigentlich, diese Bombenblöcke da. Ja. So alles auflösen, wie du so kaputt schießt. Ja. Oh. Oh. Ah, bin da irgendwie hängen geblieben. Ja.
Hitboxen. Hm. Deathblocks. Den kleinen Finger kurz ein bisschen angetatscht, der ist tot. Ja. Direkt tot. Oder das Vorderste deiner Mütze getroffen. Tot. Ja, wie kann man denn mit einer Berührung der Mütze sterben? Das ist doch Quatsch. Die Mütze ist tot und du bist auch dann tot. Ja. Kannst ja nicht ohne Mütze nach Hause. Ja, eben, stimmt. Hast du denn schon mal ohne Mütze gesehen? Dazu? Nee, ich glaube nicht. Ja, siehst du. Er ist damit geboren. Ja. Alright, nice. Das ist ein harmloser Troll. Okay, gut. Ich dachte der schon. Macht nix. Bei Densen wie bei Toad von Super Mario, ne? Gehört das zum Körper oder ist das ein Hut da oben? Kann auch niemand beantworten. Aber glaube ich auch ein Hut, oder? Ja, ich weiß, es ist schwierig. Ich glaube, offiziell ist es kein Hut nach letzter Nintendo Lore. Aber es gibt eine Nintendo Club Magazin-Ausgabe, wo es wie ein Hut benutzt wird. Hm. Nimmst nicht den Checkpoint? Nee, das ist ein Check. Türen sind hier normalerweise ein Checkpoint. Ah, okay. Auch noch Trigger. Ja. Und das ist mit der nervigste Boss im Run, finde ich. Wir sind ja gar nicht sofort tot. Ich hasse diesen Boss. Oh! Okay, ich hätte nicht bleiben sollen. Ich hasse den Boss. Doch, ein Dino-Boss bei Chrono Trigger. Der passt hier ganz gut. Mhm. Neulich Link to the Past Randomizer mit dem Chrono Trigger Soundtrack gespielt. Mhm. Ziemlich nice. Je länger du in dem Bossfight bist, desto mehr tut dein Handgelenk weh links. Wenn du die ganze Zeit nach oben gehüpft hältst, kann ich mir vorstellen. Es ist unangenehm auf jeden Fall. Also du kannst auch nicht die ganze Zeit im Wasser bleiben, weil ihr habt hier so eine Anzeige. Ja, ja, ja. Ist wahrscheinlich so die Luft, oder? Hm, genau. Vergiftung ist das? Nee, Vergift. The goggles say do nothing. Weil, sieht nicht aus wie Gift, eher so wie Mountain Dew oder so. Ja. Mountain Dew. Ja auch eine Art Gift. Ja, du musst sagen, bei so viel Zucker, der da drin ist. Ja. Gift für die Zehner. Alright. Nice. Oh. Deshalb gerne sugar-free. Ist aber zum Glück nur der Boss zum Glück. Was auch schon eklig genug ist, alleine. Auch Metroid. Ja. Ja, genau, diese Statuen. Sie machen Experimente mit Cheep Cheeps und Pflanzen. The last mit Cooper ist in Captivity. Hier sieht man auch mal den Boss kurz von dieser Sage. Der hat den Bitchy geklaut vom Densen. Der war das. Earthworm Jim Musik. Oder? Ja, das ist Earthworm Jim, genau. Aber Earthworm Jim passt aber auch echt in sowas rein, so Kanalisation, finde ich. War ja auch kein unschweres Spiel insgesamt, muss man auch sagen. Auch sehr schöne Speedruns, finde ich. Speziell auf Mega Drive war das Unterwasser-Timing zum Beispiel, mega knapp. Ich mochte tatsächlich aber den zweiten lieber. Ja? Ja. Hatte zwar diese nervigen Puppy-Stages, aber... Ja, die geben sich beide nicht viel, aber eigentlich musste es damals spielen, weil es auch so gut aussah. Mhm. Diese Hund-Eskortier-Dinger. Mhm, ja. Ja, die waren nicht. Ja. Ich mag generell so Escort-Sachen nicht so wirklich. Ja. Oder auf etwas Schwächeres aufpassen musst. Und es einfach wild reinläuft irgendwo hin. Auch richtig knapp hier. Sehr knapp. Das hier ist tatsächlich ein Bubble Tree. Aha. Muss schneller als die Bubble sein und ihr die Wege öffnen und so. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Habe ich auch noch nie gesehen. Oh. Das für Nubi so war das, glaube ich, etwas langweilig wieder in Sky Tree zu bauen. Mhm. Aber was Neues hier. Oh, diese One-Tie-Gap. Ey. Der Nubi so hat sich kein. Hat sie nicht lumpen lassen hier. Und hat überall One-Tile-Gaps ran.
Natürlich. Zack. Boss. Ich hab's kommen sehen, natürlich. Ah, Münzen. Nein! Mein Schatz. Schatz. Jetzt gehören mir. Das ist der, den wir gesehen haben. Fand ich aber auch cool, so eine kleine Cutscene zu bauen. Ja. Im Level Anfang. Das ist in der Lore, ist das so ein Fortnite-Streamer oder so, der die Bits abgreift? ist das Fantasy Star, oder? Ich weiß es nicht. Wie so oft, das kommt einem immer wieder vertraut vor, ne? Und nicht genau wo. Ich bin mit Fantasy Star leider nicht so vertraut, also könnte es durchaus Fantasy Star sein. Das kann ja ab und zu auch mal Mega Drive Star auftauchen. Könnte sein. Also es klingt so ein bisschen danach. Ach ja, Kaizo-Bosse sind die besten. Aber man muss dazu sagen, die Bosse sind alle vom Nui so gemacht. Schönes Sprite-Art. Selber gemacht. Sehr gut gemacht. Finde ich schon krass, was man eigentlich aus dem Game hier machen kann. Weiß auch gar nicht, von welchem Spiel der ist, der Boss. Der kommt mir auch bekannt vor. Könnte wahrscheinlich auch Earthworm Jim sein. Der hat ja auch so einen komischen grünen Block. Ah. Oh mein Gott. Ja. Ich war einfach nur schnell in diese Phase, weil die finde ich ein bisschen einfacher. Und ach ja? Ja, ach ja. Ich hätte es nicht jinxen sollen. Ich finde nur schwer, diese Feuerbälle da oder was auch immer das ist, auszuweichen, wenn er die so platziert und du halt nicht auf den Bubbles stehen kannst. Ja, hier, wenn er das so schmeißt. Ja, ganz schön eklig. Oh, nice. Doch. Hey, Chrono Trigger wieder. Und das ist der erste Bit. Wir haben den ersten Bit geholt. Yay. Für ein Bit? All die Mühe? Ja, das ist auch nicht nur für ein Bit. Das ist tatsächlich, das ist ja nur so ein Secret-Boss. So ein Mini-Boss. Man muss für sein Geld arbeiten. Ich habe halt drei Bits sogar. Drei Bits. Also es lohnt sich schon. Das sind ja schon, Any% braucht vier Bits. Das sind drei. Hast du eigentlich schon fast alle. Das Gimmick mit dem Wasser. Diesen Trollpilz kennen wir doch noch vom vorigen Hack. Ja, den kennt ihr noch. Gut, dass das so ein Aufbau ist, ha? Wisst mal, woher der kommt. Da warst du gerade zu langsam, oder? Ja, P2P-Schalter, ja, okay. Genau, das müssen ja schneller als der P-Switcher sein. Okay. Oh, Items. Item rausspringen mit Items aus dem Wasser. Ja. Man hat's gerade gemerkt. Der will halt auch nie raus. Glaube ich, verkackt es wieder, oder? Ah, wie knapp der das will einfach ist, nicht rausspringen. Ich halt von oben gedrückt. Überall Spikes. Ja. So, dass man sich gar nicht wohlfühlt hier. Oh, Checkpoint. Oh. Das ist übrigens die Stage, die ich eigentlich meinte mit schwierig. Das ist mit meiner Stage eigentlich in diesem Hack. Einfach nur wegen dem Wasser. Ja. Mit dem Item rausspringen. Wasser-Stages. Wer liebt sie nicht? Bringt doch immer ein Lächeln ins Gesicht an jeden Kaizo-Spieler.
an jeden normalen Spieler. Sowieso. Sobald Wasser gesehen wird, direkt ein Lächeln im Gesicht. Oh, zum Glück ging das. Oh, das ist meine Hass, mein Hasssprung. Ui. Weil manchmal will er da nicht rausspringen und dann landest du irgendwie richtig komisch auf dem Chuck. Boah, zum Glück ging das. Okay. Ich will das gar nicht beschreiben, weil es ging. Es ging zum Glück. Alter, das war eigentlich schon bei den zwei letzten Stages. Hm. Also die Overworld ist ziemlich hübsch, muss ich sagen. Ja. Hm? Ich kann sie ja auch nochmal, wie gesagt, dann gerne nochmal zeigen nach ja, dem Run. Gerne. Einen kleinen Victory Run. Ja. So ein bisschen, was wir halt sehen können. Wir können ja nicht alles sehen, leider. Mhm. Aber das, was wir sehen können, kann ich noch zeigen. Wir sehen ganz viele Quetschies. Mhm. Naja, das ist das Gimmick des Levels. Alles sehr, nochmal sehr tight. Gefällt mir, dass Sing. Die jetzt farblich an Bowser angepasst sind, die Stacheln. Was für eine gemeine Scheiße. Oh, das ist alles so eng. Aber ich mag diese Stage. Ich finde die irgendwie richtig cool. Du musst halt versuchen, halt immer so im Timing so von denen alles zu machen. Aber die sieht schon extrem aus, glaube ich, die Stage. Yo! The fuck? Oh, ich war an der Kante von der Plattform. Da springt er ja teilweise nicht. Ja. Okay, bin ich. Okay. Bin, glaube ich, zu spät abgesprungen. Mhm. Die Musik ist schön. Ja. Die passt auch voll rein. Aber man muss sagen, generell die Hacks haben ja immer einen relativ guten Soundtrack. Mhm. Vieles, was man noch wiedererkennt. Alles so eng, Mann. Es ist halt echt immer nur ein Blockplatz. Ja. Ja, das Ende ist auch etwas, ey. Hä? Was war mit den letzten da? Die waren fake. Ach ja, das waren fake. Ja, super. Muss man das mal rausfinden? Ja, dann sind die nicht fake. Ein Kaizo-Quetschi. Ah, zum Glück sind die fake. Das ist irgendwie so ein harmloser kleiner Troll irgendwie. Man hat so seine Angst so, man will halt nicht drüber springen, weil das Timing halt nicht schön ist, weil es nicht schön aussieht. Du wirst beim ersten Mal sowieso davon erwischt und erstmal die Panik, warte mal, ich lebe ja noch. Ja. Holy shit. Hm. Und dann, danach wahrscheinlich das ist aber ein erleichternder, erleichternder Troll. Ja. Ich weiß auch einfach, dass beim Testing das kein Troll war. Also, dass die echt waren. Okay. Also, dann hat sich wahrscheinlich nur wie so gedacht, lass mal das lieber weg. Ja, das ist eben noch für Bug-Testing, ne? Mhm. Schauen hier so ein bisschen am Balancing arbeiten. Also ich find's auf jeden Fall gut. Das hätte nicht unbedingt gemusst noch. Oh. Oh.
The fuck? Irgendwo zu langsam gewesen, glaube ich. Oh. Sehr viel Timing hier. Auch mit der Plattform hier. Musst halt aufpassen, dass du nicht zu hoch kommst. Und jetzt die ekligste Abpipe. Oh, yo, wie schnell. Die auch noch. Nice. Wie schnell. Die sind nicht fake. Sehr gut. Mann, Mann, Mann. Ja, die Abpipe. Letzte Stage. Die die Hauptboss-Stage in der Fabrikwelt. Hier kommt quasi nochmal alles von den Hauptwelten von der Fabrik dazu. Kommt bis auf das Secret-Level mit den Blasen. Also ihr werdet jetzt Fireflower sehen. Was gab's noch? Wasser. Yay, noch mehr Wasser. Yay. Und, wie nennt man die Stacheln-Dinger? Oh mein Gott, ey. Die von eben? Die Stachis. Hm? Ja, genau. Quetschis, habe ich gesagt. Quetschis? Ja. ja, können wir uns drauf einigen. Quetschis gibt's auch noch hier. Oder Stachelquetschis. Zerquetschen dich nicht nur, sie stechen dich auch noch. Ah, ja. Soll ich jetzt tatsächlich den richtigen Namen googeln davon? Ich weiß auch nicht den richtigen Namen von denen. Ich hab ihn doch gerade genannt. Traut ihn ihr etwa nicht? Nein. Ja, Quetschis sind jetzt offiziell bei Nintendo eingetragen. Ja. Ich will nicht zu viel verpassen, ich guck nur mal nach Quetschis, ob mir was rausgeht. Quetschis gibt's auch in Zelda. Quetschis. Er wird wahrscheinlich diese Fruchtquetschis dir zeigen. Beere, eine Beere, sagt er mir. Nee, es fehlt Quetschis, es muss enthalten Quetschis. Hm. Nee, das wird jetzt nicht mein vor allem jetzt hier. Wie schnell man da reagieren muss. Mhm. Naja, das ist, ja. Oh, natürlich wieder so eine eklige Abpipe, ey. Ja. Ja, wenigstens also, hat sie sich nicht bewegt. Mhm. Ja, aber ich glaube, da kommt noch eine bewegende. Irgendwo. Weiß nicht, ob das in dieser Hälfte ist. Ich glaube, in der nächsten. Ich glaube, in der nächsten könnte ich mir vorstellen. Aber Nobiso mag seine Up-Pipes. Ich glaube, Nobiso ernährt sich von den Kaizo-Spielern ihre Tränen. Natürlich. Das machen alle sadistischen Kaizo-Hack-Ersteller. Ja. Und hier aufpassen, das ist ein Troll, den Checkpoint musst du einsammeln. Ansonsten tot und bist bei dem wieder bei der Wasserstage. Auch richtig gemein einfach. Sonst waren die Checkpoints ja immer. Das hattest du einfach. Mit Stacheln. Das ist jetzt auch nochmal richtig eng. Und hier wieder eine abwiegende Abpipe. Oh, lässt ja auch noch so viel Zeit. Nice. Bisher hat es auch keiner so weit geschafft. Dann muss ich mich wohl persönlich um dich kümmern. Hm. Aber wer das wohl ist? Kein Geringer ja! als. Eggman. Gronkh ist es. Der nimmt die Bits immer allen weg. Hm. Weil so viele Leute bei ihm spenden. Okay. Ja, er hat alle Bits geklaut. Das ist Minecrafter, das M ist nur umgedreht. Ah.
Minecraft. Ja. Oh. Alright. Er hat auf jeden Fall noch eine zweite Phase. Natürlich. Das ist eigentlich die haben sie immer. Schwere ja, Phase. Eine geile Mucke. Aber der Boss ist so gut gemacht, finde ich. Erinnert ein bisschen an Vanilla Bowser. Mit ja, den stimmt. Dingern ja, hochwerfen. Ja, ja. Das ist wohl dann die Vorlage gewesen. Ja. Ne? Ah, und auch das hier mit den Stampfen. Eigentlich hättest du jetzt aber davor nochmal einen Boss Rush gebraucht. Eigentlich ja, ne? Deinen Robot Mastern. Ja. Ich weiß, dass Snowy so, glaube ich, einen geplant hatte. Ich weiß aber nicht, ob es für diese Welt war. Er hat ihn nicht mehr gemacht. Und ich glaube, weil er nicht mehr genug Platz hatte in seinem Raum. Irgendwie. Er hat es tatsächlich geschafft, dass sein Hack einfach voll war. Und nichts mehr drauf tun konnte. Aber hier ist auch echt viel drin. 41 Exits. Mhm. Jede Welt hat einen Boss. Sind 6 Welten. So ein Boss immer. Da geht Mario World schon an seine Grenzen. Ja. Vor allem, wenn Mega Man Bosse hier mitmachen. Hm. Noch ein Hit. Ist ein cooler Bossfight. Oh, der ist echt mega gut gemacht, aber ich finde auch generell die Bosse hier in dem Game wirklich super. Ein weiteres Mal durchkreuzt du meine Pläne, Densen. Mega Man und du werden meine Rache noch zu spüren bekommen. Nimm diesen glitzernden Gegenstand als Maschinenteil, es ist nicht zu gebrauchen. Okay, was kriegen wir hier? Jetzt kriegt man hier das 10.000 Bit-Abzeichen. Yeah! War das schon Time jetzt, oder kommt noch ja, was? Ja, Time. Okay, okay was Time. 42, oh, ich hab vergessen, Time zu sagen. Ja, das war kein schon Thema. So viel Aufregung. Ja. Ey, geiler Run. Ja, sehr schön. Sehr, sehr cool. So, und jetzt zeigst einfach du uns noch mal ein bisschen Game. Die Overworld. Ja genau, ich zeige euch gerne die Overworld. Das haben wir uns verdient. Das ist schon Earthbound. Ja, das habt ihr verdient, das ist eure Belohnung. Geil. Ach ja, hier geht's zur Fabrik. Hier geht's zur Geisterwelt. Ja, ich kann dir noch mal die Geisterwelt noch mal kurz zeigen. Mhm. Ja, da waren wir ja schon. Genau. Und genau. Speziell nur zur Factory so ein bisschen gegangen. Mehr als nur so kurz. Also, die Overworld ist vom Novi so und, glaube ich, vom Pixel Snake noch dazu. Also, der hat auch mitgeholfen. Mhm. Also, hier geht es zum Beispiel zur Space World. Hier sind viele Sachen offen schon. Wie gesagt, das ist eine Open World. Du kannst hier quasi schon reingehen in die Space World. Nice. Finde ich auch richtig schön eigentlich. Hier ist tatsächlich mein Shoutout-Woom im Raketenlevel in der Space World. Ein bisschen Mario. Das wäre der Weg zum Bowser. Aber da kommen wir nicht hin. Hier ist Densons Haus. Ich hab's sofort wiedererkannt. Ja. Auch dieses lieber nicht reingehen, ist bestimmt nicht aufgeräumt. Ja. Ja, ist nicht aufgeräumt. Aber das kann er recht schnell machen, habe ich gehört. Tödliche Nase. Okay. Tödliche Nase. Geht um die Moles. Ich glaube, einen besseren Titel gibt es nicht für die Moles. Dann würde es hier quasi nach links oben zur Wolkenwelt gehen, aber das können wir jetzt nicht zeigen. Dann hier noch dasselbe Level hättest du noch zur Auswahl. Ja, hier würdest du zur Strandwelt gehen. Das war nicht schon die ganze Welt. Das ist eine schöne Oberwelt. Also, die haben sich jetzt schöne Details da ausgedacht und ja, auch den Stil eben. Also wirkt hier wie aus einem Guss. Ja, sehr cool. Geiler also, Hack. Sehr viel Mühe steckt da drin. Ja. Ja, ihr könnt das gerne mal selbst da draußen auschecken. Mhm. Ja? Also, auch wenn ihr nicht Denzen 86 oder Joker seid, vielleicht könnt ihr auch den einen oder anderen Level mal dann persönlich angehen. Mhm. Ist der Hack hier sonst in deiner Rotation drin oder auch wieder für heute hier geübt? Ja, eigentlich für
für euch jetzt eigentlich gedacht, mhm. Ja. Ja, da danken wir dann noch mal. Ich hab den nach und an mal gespeedrunnt, aber jetzt, ich bin nicht so der Rotations-Speedrunner. Ich hole mir ein Spiel, wenn es mir gefällt, dann speedrunne ich den. Mhm. Gut, grinde halt eine gute Zeit und dann lege ich das zur Seite. Okay. Ja, da hat man's. Also wenn du es denn nochmal ausführlicher spielen solltest oder anderswo nochmal vielleicht die anderen Routen checken, dann machst. Wir hatten ja eingeblendet, wo man dich bei YouTube und bei Twitch finden kann. Ihr da draußen könnt uns finden unter speedrandale@rocketbeans.tv. Mhm. Ne? Moin, moin, ihr Landratten. Könnt ihr uns gerne mal schreiben. Da meldet sich dann hier Soler, ja. Der Segler. Leichter ist es tatsächlich, mich über Twitch oder Twitter zu erreichen. Exactly. Eure Bewerbung, damit ich das schneller lesen kann. Ja, sieht man das? Jetzt Simiclove oder twitch.tv/Simiclove101. Mhm. Es muss nicht unbedingt Kaizo sein, wäre aber schön. Warum nicht? Na. Können wir gerne noch mal ein bisschen mehr haben. Dann Joker, wir werden dich auch noch mal in einer der anderen Folgen dann noch mal sehen. Ich glaube, dann mit nicht einem Hack von Noviso, aber ihr könnt ja daraus mal gespannt sein, was es ist. Und schaut die Folge gerne noch 5-mal und bis dahin beim nächsten Mal. Und noch ein Shoutout an Noviso für diese tollen Hacks. Absolut. Sehr gut gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Auch hier, genau. Und der Daumen noch mal hier extra hoch. Wir verabschieden uns und sagen tschüss, bis dann. Bye, bye. Ja, ciao.